Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin kein grüner Vielflieger. Ich bin in den letzten 10 Jahren einmal geflogen. Ich fahre lieber mit der Bahn und bleibe auf dem Boden. Genau wie das Rückgrat der deutschen Flugindustrie, das Bodenpersonal. Diejenigen, die sich um die Sicherheit kümmern, das Gepäck, das Catering, denen ging es vorher der Krise schon nicht gut. In der Regel arbeiten in diesem Bereich Migranten für Leiharbeitsfirmen im Niedriglohnsektor. Und wie ist es ihnen in der Krise ergangen? 191.000 Mitarbeiter haben ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit. Aber es gab ja großzügige Unterstützung. Ist die bei den Schwächsten angekommen? Also von den Unterstützungsgeldern haben die Fluggesellschaften 32 Milliarden erhalten. 32. Und die Flughäfen 2,85 Milliarden. Nicht mal 10% ist wieder bei den Schwächsten gelandet. Und das ist eigentlich in jedem Bereich so, wo Fördergelder geflossen sind, Unterstützung, die, die schon viel haben, haben noch was bekommen. Ja, aber Corona kann ja nicht immer dauern. Es muss ja bald wieder aufwärts gehen. Ja, aber dann kommt das nächste Problem. Dann kommen die Folgen des Green Deals für die Flugindustrie. Und da hat Gott sei Dank sich die Lufthansa ganz deutlich geäußert. Ein Sprecher der Lufthansa sagte, nur starke und wettbewerbsfähige Unternehmen sind in der Lage, in neue Technologien zu investieren. In Deutschland werden Fluggesellschaften durch die Flugverkehrssteuer, das ETS und Corosia dreifach belastet, wegen Fluggesellschaften aus der Türkei, den Golfstaaten und Asien, nach ganz anderen Umwelt- und Sozialstatuten operieren können. Aber das kann den Grünen ja egal sein. Wenn es die Lufthansa dann eben nicht mehr gibt, dann sitzen sie im Regenbogen-T-Shirt eben in der Maschine von Qatar Airways und fliegen in die bunte, vielfältige Zukunft. Nur nicht an Bord sein, werden die 600.000 Beschäftigten der deutschen Flugindustrie. Danke.